Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In dem heutigen Video werden wir mal wieder ein GTA 6 Leak besprechen, beziehungsweise wir haben hier mehrere Informationen von einem angeblichen Leaker bekommen. Ich habe von euch auf Instagram sehr viele Nachrichten diesbezüglich bekommen, was meine Meinung dazu ist, beziehungsweise ob ich mal ein Video dazu machen kann. Ich habe einige Punkte von diesem Leak hier schon in einem anderen Video erwähnt, aber ich habe natürlich nicht alle Themen bzw. Punkte aufgegriffen und das werden wir in diesem Video jetzt hier tun, bzw. auch die wichtigsten Informationen. Bevor wir dazu kommen, Leute, abonniert diesen Kanal, um nichts mehr in Bezug auf GTA 6 zu verpassen. Hier bist du immer auf dem neuesten Stand, wenn es ums Thema GTA 6 geht. Zudem kannst du mir auf Instagram folgen, dort heiße ich GTA63, dort kündige ich immer Livestreams an und interagiere mit euch, also folgt mir auch auf Instagram. Aber kommen wir jetzt erstmal zu diesem Leak hier. Wie gesagt, ich habe schon mal ein Video zu diesem Leak gemacht, aber ich habe nicht alle Punkte erwähnt und deswegen habe ich diesbezüglich viele Nachrichten von euch bekommen, ob ich schon mal ein Video dazu gemacht habe. Deswegen jetzt mal ein Video mit allen wesentlichen Informationen, die ich im anderen Video auch nicht erwähnt hatte. Der Leaker hat verschiedene Fragen zu GTA 6 beantwortet und hat erwähnt, dass GTA 6 in Kapiteln aufgeteilt werden soll, wie in RDR 2. Das Kapitelsystem ist ein Leak, das des Öfteren auftritt und wir haben auch schon mal ein Video dazu gemacht, beziehungsweise wir haben das schon mal besprochen, dass auch ein Leak im Raum war, dass Rockstar Games GTA 6 immer weiter erweitern wird wie eine Netflix-Serie. Ich spiele zum Beispiel Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, ja, und die Story geht nicht zu Ende, dann müsst ihr warten, bis Kapitel 4 erscheint und ihr das dann weiterspielen könnt. Das wäre eine Möglichkeit, die Rockstar Games machen könnte. Ob sie das machen werden, ist eine andere Frage. Aber wie gesagt, laut diesem Leaker hier soll GTA 6 in Kapiteln aufgeteilt werden, wie in RDR 2. Wie das Kapitelsystem aussehen wird, ist eine offene Frage, die wir erst sehen werden, wenn GTA 6 draußen ist. Die Spielwelt soll, wie gesagt, kleiner sein als die von RDR 2. Das ist eine Frage, die wir im letzten Video auch diskutiert haben und da meinten viele, das kann doch gar nicht sein. Die Map von RDR 2 ist zwar schon groß, aber ihr müsst bedenken, ihr reitet da auf Pferden. Natürlich sind die Entfernungen dann mit dem Pferd länger, als wenn ihr mit einem Auto fahren würdet. Ja, ihr würdet ja mit einem Auto von A nach B schneller kommen als mit einem Pferd. Dann würde wiederum die Map von RDR 2 kleiner wirken, wenn ihr wirklich dort mit den Autos fahren könnt. Ich kann euch definitiv verstehen, wenn die Map sogar kleiner sein soll als in RDR 2 und ihr mit den Autos fährt in GTA 6, dann ist die Map wiederum kleiner. Ein weiterer Leak war auf jeden Fall, dass die Story 60 Stunden gehen soll. Eine heftige Zahl, wenn das stimmt. Ich denke eher nicht, dass es 60 Stunden geht, weil auch Jason Schreier gesagt hat, dass die Story bzw. GTA 6 generell in einem kleinen bis mittleren Zustand erscheint. Und das heißt für mich, dass die Story natürlich nicht länger, ja, dreimal so länger sein wird als die von GTA 5, meine Freunde. Zudem hat er noch gesagt, dass es verschiedene Minispiele geben soll. Einmal Surfen, Windsurfen und Roller Derby. Surfen wäre auf jeden Fall ein richtig geiles Ding, wenn wir das machen könnten. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen in Vice City am Strand im Meer da, wenn da Wellen kommen, dass man das surfen kann und im Online-Modus wäre es auf jeden Fall auch eine sehr spaßige Sache, wenn das passieren würde. Ob das wirklich da drin sein wird, ist eine andere Frage. Ich würde mir auch sehr, sehr wünschen, wenn wir auch Basketball spielen können oder was auch noch sehr geil wäre, wenn wir so einen Modus haben, beziehungsweise ein Underground Fight Club, wo wir gegen andere Online-Spieler kämpfen können. Im Boxing zum Beispiel, das wäre ein sehr geiler Move von Rockstar Games. Wenn sie das hinzufügen würden, würde ich auf jeden Fall sehr, sehr feiern. Zudem hat er noch gesagt, dass in Liberty City in irgendeiner Form Mafias vorhanden sein werden. Welche Rolle die Mafias haben, ist eine andere Frage. Die hat er uns nicht beantwortet, aber man kann sich schon vorstellen, um was es hier geht, Drogen und Geld. Euer Charakter hat ja auch mit Drogen zu tun, beziehungsweise er möchte ja Kartellboss werden und eine Mafia könnte eventuell euer Gegner sein. Das könnte ich mir vorstellen, aber vom Storytelling her
würde das wirklich sehr viel bieten. Zudem nennt der Leaker auch einen Termin, wann GTA 6 erscheinen soll, und laut ihm soll GTA 6 am 23. Oktober 2023 erscheinen. Er sagt noch, dass GTA 6 erst auf den Konsolen erscheinen wird und dann auf dem PC. Und das kann ich mir definitiv vorstellen, das hat Rockstar Games in der Vergangenheit auch gemacht und ich denke, das werden sie so weiterhin fortführen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, was ihr zu diesen Leaks sagt, wie ihr das so findet. Lasst uns diskutieren und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.